Wir sind mal wieder im Häuschen hier. Ich habe eine ganz, ganz schlechte Nachricht. Nicht für euch. Nee, da kam eine ganz tolle Randfrage bezüglich der Haustüre. Wie ich die denn da irgendwie irgendwo mache, weil das ist jetzt quasi das Abschlusselement, damit das Häuschen dicht wird. Und ich habe festgestellt, ich habe bei der Haustüre einen richtig, richtig fetten Bock geschossen. Das habe ich jetzt im Laufe des eingebauten Oberfensters quasi gemerkt. Und zwar, ich habe das Ding echt zu klein geplant. Also fällt mir jetzt quasi auf, wo ich dann die Maße nehme, um die Türe zu bauen, die Haustüre. Und zwar sieht das so aus, ich fasse das ganz kurz. Ich hätte die Haustüre locker in der Breite um mindestens 10, 15 cm breiter planen sollen und die Höhe auch. Das ist jetzt so, wie das ist, muss ich mit leben. Ich werde jetzt ja auch nicht mehr irgendwie anfangen, irgendwelche Balken aufzuschneiden oder irgendwas zu vergrößern. Dann muss ich so stehen zu meinem Ding hier, da, was ich, ja, jetzt, wo ich die Sachen hier vor Ort habe, also das ist mir vorher gar nicht so bewusst gewesen, ist mir jetzt bewusst geworden, wo ich die Tür bauen muss. Die Tür wird tatsächlich sehr schmal werden, absolut unüblich für eine Haustür. Klar, baue ich die und mache die auch rein, keine Frage, aber das Endinnenmaß, wir sprechen da vom lichten Türdurchgangsmaß, das wird dann leider sehr schmal ausfallen und ganz zu schweigen von der Höhe, die wird auch maximal Zimmertürstandard werden. Das ist richtig mies. Aber gut, ich muss das jetzt weitermachen und ihr seid jetzt mit am Start, wenn ich diese ganzen Sachen herstelle. Und ich weiß auch gar nicht, was ich außen auf die Tür draußen drauf machen soll. Ich weiß, dass die innen jetzt so wird wie die ganzen Wände. Das ist jetzt einfach so entschieden. Aber wie ich das außen mache, habe ich noch keinen Plan. Irgendwann fällt mir eine tolle Idee ein. Fakt ist, ich muss ein bisschen ummodellieren. Miau, miau, miau. Aber das ist halt dann so, ne?
ihr lieben Tiny- und Containerhaus-Begeisterten. Ich hab's geschafft. So, Thema Haustüre ist ab es liest. Ein dicker grüner Haken mehr. Tschakka. Das war jetzt echt noch ein bisschen Arbeit mehr als gedacht. Und ich glaube, ich habe die dickste Haustür Deutschlands. Ganz kurz, ich habe mir gedacht, dass ich den Aufbau der Türe gleich gestalte wie die Wände. Ich kann mich überhaupt nicht damit abfinden, dass ich eine normale Standardhaustüre in mein schönes Häuschen reinkriege, weil mir die alle zu dünn waren. Und ich überlege, dass ich in den ganzen Wänden und Deck und Boden eine mega geile Isolierung habe, die echt jetzt schon sich bezahlt macht, denn draußen sind es gefühlte 35 Grad, weiß ich nicht, ey, der ist kaputt. Und hier drin ist schön kühl. Total geil. Es ist irre. Ich mir gedacht, nee, an der Haustür sparst du jetzt auf gar keinen Fall. Und hab's, wie gesagt, vom Aufbau her gleichgestaltet wie die Wände. Ist deswegen ein bisschen dicker ausgelaufen. Aber, tada, da it is. Und die geht auch zu. So sieht das aus, wenn man eine Panzerknackertür in ein Tiny-Containerhaus gebaut hat. Ich raste voll aus. Und der Oberbruder ist, haltet euch fest, ich habe ein ägyptisches Schloss eingebaut. Denn es gibt wahrscheinlich keine normalen Profilzylinder für die Schließanlage, die ich da drin habe. Und deswegen ja, definitiv noch provisorisch, um Gottes Willen, aber da gucke ich mal, dass ich was Passendes finden kann. Funktioniert trotzdem. Gesehen. Ja, und deswegen mega, mega fett. Die Haustür ist drin. Bam! Da sind wir wieder. ja, die Haustür ist jetzt erfolgreich montiert und wie ich finde, sieht die tatsächlich sogar noch dabei schick aus. Total geil. Ich habe das mal aufgeschrieben, wenn ich nichts vergesse. Und zwar, finally, bevor wir mit dem eigentlichen Innenausbau anfangen, kommen jetzt noch alle Anschlussblenden der Fenster und der Haustüre zu den Profilbrettchen, zu den Deckleisten. Die werden auch in silbern und ja, die muss ich auch noch alle komplett fertigen, dass die ganzen Anschlussteile, wo jetzt noch der Bauschirm zu sehen ist. Dann fehlen natürlich noch die kompletten ganzen Ecken. Aufrecht in der Schlafkabine, da soll ja Plexiglas rein, das soll ja hinterher mit LEDs zum Leuchten gebracht sein werden. Ich bin selbst gespannt, mal gucken. Dann ultra wichtig, die Drahtbleche, die Drahtgitter im Bodenbereich. Die Anschlussstücke, wo jetzt noch quasi Luft durchkommt zwischen Profilbrettchen und der Unterdeckplatte, damit da keine Tierchen reingehen. Dann noch die Verkleidung in der Schlafkabine, wo jetzt noch die Rollen ersichtlich sind.
da kommen noch Verkofferungen drauf und die muss ich definitiv noch machen, sonst kann ich mit den Innenausbauten noch nicht loslegen. Und finally muss ich noch alles verkleiden, was im Durchgang hoch zur Schlafkabine irgendwo jetzt noch offen ist, wo man auch noch die Glaswolle sehen kann. Glaswolle. Ja, und diese tollen 5 Punkte, die muss ich jetzt auch noch alle erledigen. Und wenn ich die dann fertig habe, irgendwann mal, dann fangen wir mal gnadenlos mit dem Innenausbau an. Ich werde am liebsten jetzt schon durchstarten und Folie, Schrägstrich, Dampfbremse überall dran tackern und machen, tun und gedünstet. Macht aber nach der chronologischen Handwerker-Strategie überhaupt gar keinen Sinn. Denn, also Punkt 1, ich will erstmal außen dann auch jetzt noch die Ecken, die Restecken dicht kriegen, wo es jetzt noch reinregnen könnte. Damit es wirklich komplett dicht ist, aber jetzt ist ja schon mal über 90% zu. Dann ist das auch erledigt und ja, die anderen Sachen, die dann wirklich noch im Innenbereich zu tun sind, außer jetzt noch die Gitter von unten, die muss ich halt wirklich auch deswegen noch machen, damit ich alle Anschlussecken, alle Anschlussstücke für die Folie und für die letzte Innenbeplankung habe. Wir bleiben dran. So sieht's aus. Aber es wird in diesem Sinne heiter weiter.